Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, bei einer weiteren Runde Sturmtroller Teil 2 im Special mit Reverie. Herzlich willkommen! Hallo! Freue mich, dabei zu sein. Ja, in der letzten Folge waren wir gefangen im Körper eines riesengroßen Ogres mit zwei Köpfen. Das sind wir jetzt immer noch. Allerdings haben wir die Position getauscht. Sprich, Reverie ist jetzt Joe und ich bin Gal. Also, du sagst in der Folge, wo es lang geht. Ja, ich habe mir nämlich überlegt, ich finde es da blöd, immer so einen komischen schwarzen Schleimbatzen in der Hand zu haben. Und habe gesagt, ey du, lass mal tauschen. Und haben dann Gehirne ausgetauscht. Und jetzt sitze ich sozusagen im rechten Kopf und darf unsere Beine steuern. Genau. Du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht. Und nun hoffen wir natürlich, dass es schnell... Es sind 103... Oh! Ja, wow. Das ging schnell. Mal sehen, wir haben Höllenfeuer, Strahl und zwei Mädels. Sylvanas, Freude, Freude. Aha. Na gut, das ist ja dein Territorium, ne? Du hast ja gesagt, du bist recht gut in dem Dings. Oh ja, gut. Das ist sowieso gegen Bots kann ich super spielen. Ach so, okay. Nein. Also ich habe hier auf der Mitte des Himmels die höchste Sieg-Niederlage, aber das muss man halt immer mit ein kleines bisschen Salz, wie man so schön sagt, muss man das ein kleines bisschen nehmen. Denn das ist lange her, das waren andere Patches, andere Helden und dementsprechend kann es gut sein, dass wir jetzt komplett verlieren. Und jetzt kann ich auch noch ein bisschen Salz drauf streuen, das ist meine viertschlechteste Map. Wow, okay, gut, warte. Das heißt, jetzt können die Zuschauer, während sie darauf warten, dass es losgeht, können jetzt erstmal überlegen, so, okay, das ist meine beste Map und das ist deine viertschlechteste Map, sozusagen, und die können jetzt einen Durchschnitt bilden. Ja, und da steht es 50-50, dass wir gewinnen. Ja, also so wie immer. Wir müssen auf Kerrigan achten. Die hat nämlich schon ihre Kerrigan auf mindestens Stufe 9. Oh, weil sie das komische Bild mit dieses Profilbild da hat. Gut, ansonsten müssen wir auf Illidan, Illidan, Kerrigan und Tyrael. Oh, aber wir haben noch Thrall. Das ist nicht schlecht. Wenn der spielen kann, ist es recht cool. So. Wir haben eine Sylvanas, das wird total beknackt. Aber wir haben Nova. Die haben auch Nova. Failcore heißt die. Ich bin zuversichtlich. Was die haben, was wir nicht haben, das sind einfach mal verflucht viele Assassine. Ja. Wir haben drei Assassine, oder? Dich? Nee, mich, Thrall und Nova, oder? Ist das so? Thrall, ja, drei, die haben auch drei, aber sie haben halt mehr Möglichkeiten, full ranzugehen. Oh, ich sehe gerade die da oben. Wenn wir schon von full ran haben, und das wollte ich gar nicht machen. Großartig. Los, komm ran, du! Stunt die Bombe auch? Stunt die Bombe? Nein, meines Wissens noch nicht. Weil der gerade so gestoppt hatte, oder hat das geleckt, oder der ist schon alleine? Ich glaube, der hat einfach nur geleckt. Lol, das leckt bei mir jetzt auch gerade wieder, aber egal. Okay, ich hatte irgendwie gehofft, dass die Nova hier ist, um uns zu helfen, aber... Sie kommt jetzt. Die kommt jetzt. Boah. Ich will die jetzt persönlich aber auch nicht hier alleine lassen, weil... Naja, sowas geht ja gerne mal schief. Ja, komm, Nova, hinter dir! Ja! Wow, nice, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, es leckt bei mir jetzt. Warum leckt das jetzt? Jetzt leckt es bei mir nicht mehr. Na, egal. Sehr merkwürdig. Okay. Oh, da ist Nova. Zu deiner Formation, ich habe mir überlegt, wenn wir nämlich verzehrender Brand einsetzen, das ist so die Flammexplosion um uns, dann werden wir unter anderem geheilt. Und wenn wir jetzt... Heilkugel einsammeln, dann, nach oben, dann erhöht sich die Heilung dauerhaft. Also sozusagen, wir sind jetzt besser. Na klar, hier herrlich, wie ist jetzt auf Lauern? So viel zur Heilung. Ja, so viel zum Thema. Ja. Reflaber, dieser Name ist jetzt schon, ich kann jetzt schon nicht mehr sehen. Ja, dieser Name ist einfach nur episch. Ja, das ist der Bestname EU. Besser als Bumblebee 2015. Bumblebee. Nee. Ich mag ja King Fungus auf der Kerrigan, das gefällt mir ja ganz gut. Es wäre schön, wenn die uns mal hier helfen würden, Nova. Ja, das wäre irgendwie total, das wäre super geil. Ja, setzen den Skill woanders hin. Klar, damit habe ich nicht gerechnet.
Das wäre richtig. Mann, das nervt mich. Warum hilft uns hier keiner? Wir sind tot, wir sind tot. Ach, ja. Leute. Was macht denn die Nova? Hat die sich echt zurückgeportet? Herrlich. Bombe los. Bombe los. Die Reichweite von Chaos. Warum? Ich jetzt ab, ne? Runenbombe heilt, wenn Helden getroffen werden. Ich weiß nicht, hatte ich das in der anderen Folge schon gesagt, aber dass er scheinbar die Namen zusammensetzt, hier, Reflava und so, dann müsste man mit Cho'Gall eigentlich mal mit all seinen Freunden zusammenspielen, sozusagen, wenn Cho'Gall ist, hat sich wirklich mit Klaus und mit Muffin und so zusammensetzen, also Paul meine ich, und dann einfach mal schauen, was gibt das für, oh, nein, ich wollte, oh, aha, jetzt wird, ich muss dran denken, Tyrael ist effektiv, guck mal. Einfach nur um zu gucken, was da für wilde Namen rauskommen. Paul, der also, heißt Muffin Player, oder? Ja. Würde das dann klar Muffin Player heißen? Kann sein. Wäre interessant mal zu sehen und ich glaube nicht, der dass Troll, du das schon klar, mal. Muffin Player. Dass du das schon mal in einer Folge gesagt hast, das glaube ich nicht. Nein. Dann nicht. Keine Ahnung, du bist der Zauberkopf, du bist der Schlaue von uns beiden, ich bin nur der, der die Beine hat, dementsprechend, ich weiß nicht, was ich gesagt habe und was nicht. Oh, oh. Ich bin die Schlaue. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Gib mir Y. Oh. Oh, wie die alle hier sind. Haut ab. So, was hab ich euch getan? Geht weg. Oh, oh, das wird sehr. Ich. Oh, sag mal, warum sind die alle hier? Haben die kein Leben? Wie einfach mal alle hier sind, absolut alle. Das ist eine sehr gute Frage. Oh, okay, neuer Plan. Wir bleiben ab jetzt ganz nah bei allen anderen. Ist vielleicht ein bisschen billig, aber ich habe keinen Bock ständig, dass die alle auf ihn gehen, nur weil wir schon geil sind. Es würde schon reichen, wenn wir in der Nähe von Thrall bleiben. Ja. Ich probiere jetzt einfach mal was aus. Ich weiß nicht was du als Show geskillt hast, aber ich skill jetzt mal bloß unseren W. Was ist denn der W? Verzehrender Brand. Oh, ne, wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich geh runter. Ah, ich Idiot. Dankeschön. So geil wie der rennt. Das ist so geil. Sozusagen, wenn wir jetzt jemanden mit unserem B treffen, machen wir mehr Schaden an dem und wir heilen uns und. Ja, renn genau rein zu Warnas. Das ist sehr schlau gewesen. Achtung! Stopp. Warte, ich muss erstmal zurückkommen. Ach, die kommen ja gar nicht mehr zurück, Leute. Ja, okay. Das ist. Wieso gar nicht mehr? Die kam noch nie zurück. Was erzählst du? Ach so, ja stimmt, die kam noch nie zurück. Ich war in Erinnerung als... Da kommt er nämlich raus, dass er nämlich doch mal... Dass er nämlich schon mal mit anderen Leuten zusammengespielt hat. Ja. Und so verrät er dann seinen Ogerbruder. So ist das nämlich. Ogerbruder. Ja. Oh, da kommt jemand. Jetzt ist mir vollkommen Schnuppe. Ich will diesen blöden Templar. Nova ist hier irgendwo. Weil ich will das nämlich gern gewinnen. Ah! Was war das denn? Es wäre, glaube ich, gut, wenn du dann zum Brunnen gehst. Okay. Ich werf Illidan kurz. Dann dort oben. Ich werf kurz ein. Helf mal Thrall. Geh zum Brunnen. Ja, oder so. Und dann noch. Wo jetzt hier? Lol, die Sylvanas. Boom, dort. Lol. So muss das. Verlangsam Gegner den Schaden zu. Was nehme ich denn? Nehme ich Schattenhammer oder nehme ich ich im Schattenhammer? Weil es cool klingt. Wo hast du den Hammer her? Das verrate ich dir nicht. Lol. Ich darf auch Geheimnisse haben. Ich habe noch nie gesehen, dass Cho'Gall einen Hammer hat. Ich muss dir alles sagen. Ich dachte, wir haben keine Geheimnisse voreinander. Ja, das ist so wie du noch nie mit jemandem gespielt hast, wo die Bombe zurückkam, ne? Das ist wohl wahr. Deswegen, du hast mich zutiefst verletzt, Klaber. Ich dachte, du und ich, wir zusammen bilden Reflaber und jetzt muss ich. Jetzt krieg ich mit, das ist gar nicht so. Es tut mir leid, ich. Das tut's ja gar nicht, lüg mich nie an. Oh. Warum sind schon wieder alle hier? Warum zur Hölle? Auf Tyrael. Auf Tyrael, wo drauf? Achso, ich habe hier einen netten Skill. Ah, toll, da bringt nichts. Ach, das ist ja der Skill. Ich erinnere mich. Ach, dann musst du gar nicht kanalisieren. Ich dachte. Lol, oh Gott, mal gucken, ob wir das überleben.
Ist das überhaupt unsere Skill gewesen? Ja. Los! Ja, nice, nice. Oh, kommt! Ernsthaft? Thrall. Ja, wenn... Oh, okay, da... ja. Oh. Gib mir Y! Gib mir Y! Okay. Ich... jetzt ist zu spät. Ich gebe Heilbrunn hier. Alter, wo hast du denn den Hammer her? So, und jetzt wieder ab zu Portalen. Portalen, Quatsch, zu Schreinen. Oh, warte. Aber das muss ich jetzt probieren. Oh yeah. Oh yeah. So muss das. Habe ich voll drauf. Ich? Wie? Oh, links. Du? Wieso? Ich hab das drauf. Ich bin der Typ der Beinarbeit. Nein, ich meinte, ich hab's gefilmt. Ich hab's drauf. Also. Ach so, ja. Das will ich doch raten, dass du es drauf hast. Ach, ich denke immer wieder, es kommt zurück. Warum auch immer. Ich hab keine Ahnung. Ja, schon klar. Schon klar, Lava, ne, hier. Ja. Lava. Ich bin Ref, du bist Lava. Achso. Ich nehme einfach mal das jetzt. So, ich hab. Das ist so toll. Ich hab jetzt dein Y verbessert. Was, wirklich? Ja, und zwar lässt das Lauftempo es immer nach. Wir sind jetzt sozusagen für die ganze Dauer so affig schnell. Oh, unten links. Unten links. Oh, hier, komm ran. Oh, ist das. Achso, lol. Schade. Da freut man sich so. Man das macht sich solche was. Hoffnungen. Los. Los, komm, Blitz! Ja! Oh, komm her. Ach du Scheiße, wir sind richtig gefickt. Ich weiß nicht. Ach, warte. Hältst du es noch 3 Sekunden durch? Ich hau gleich den Speed rein. Ja. Alles und los geht's! Und weg hier! Achtung, ich hab die Bombe. Gut, ja! Und jetzt drauf! Ja! Perfekt. Das so nenne ich mal das. Teamarbeit. Also muss das. Schnelles Ding. Der Illidan, hat er gedacht, ne? Aber wir sind der coolere Endgegner. Der Tyrael ist auch nicht gerade der hellste, kann das sein? Nee, okay, Sylvanas ist tot. So, mal sehen. Ich würde sagen, wir pushen jetzt einfach mal irgendwo. Ja, hier unten. Ist recht gut. Lol, was war das? Oh shit, nein! Renn hinter die Mauer, herr, renn hin! Oder so. Warte. Also, allein für die Animation gehört irgendjemand bei Blizzard ja schon mal befördert. Ja. Also Cho'Gall, wer die Idee von Cho'Gall hatte, tu dich mal generell zurückporten. Nee, ich würde sagen, wir nehmen einfach den langen Weg und ich vertraue auf die restliche Generation. Nee, also allein das Prinzip von Cho'Gall ist ja schon mal, sowas würden den Leuten bei Riot oder bei Valve für Dota da ja. Nie einfallen. Aber jetzt auch noch die Animation zu dem, ist einfach göttlich. Haben sie wirklich ganze Arbeit geleistet. Oh ja, das ist wohl wahr. Oh, nach oben. Warte, 2 von uns sind tot. Die werden gleich alle ankommen hier. Ja, ich weiß schon. Vorsicht, von rechts kommt Kerrigan. Ja, ich hab's gesehen. Oder hier im Busch. Versuch, dass die im Kreis drinnen bleiben. Fuck. Lol. Oh nein, jetzt sind wir alleine, oder? Wir sind Reflapa, wir sind nie allein! So, jetzt gibt's Backpfeifen. Aber richtig. Aber feste. Oh, links! Aha. Links? Ja, weil du kannst den Kegel so. Ja auch ausweichen. Ja, ich dachte jetzt, du meinst unseren russischsprachigen Thrall. Dachte, das ist aber rechts. Höllen, also ich ja, es gab ja jetzt Sale. Mit dem Winterhauch fest. Also es ist wahrscheinlich schon Wochen her, wenn das Video hier rauskommt. Und da habe ich mir erstmal ein paar Skins gegönnt. Weil es war billig, war irgendwie um 50% runtergesetzt, die Skins. Und da habe ich mir erstmal diesen... Ich glaube, den Skin hast du noch gar nicht gesehen. Diesen einen neuen... Thrall. Übrigens, Skin. Wunderbar gesetzte Bombe, nur so nebenher. Das war göttlich. Entschuldigung, ich habe das nicht gesehen. das ist das Problem. Ich war gerade so im Redefluss und es sind sowieso nur Minions. Das, na, gut. Achtung! Da! Wir könnten übrigens mal ein Camp einnehmen.
unten das rechts. Das können wir oder wohl. Das ist eine hervorragende Idee. Oder das hier. Das hier. Oh, die Stimme von Gall geht so gar nicht. Diese Dächer müssen wir uns beugen. Hast du sehr schön nachgeahmt. Ich bin zwar ein Troll, aber den Stimmen... Ein Troll, ein Ogre. Ach, den ich muss ich jetzt einfach machen. In Stimmbruch bin ich nie gekommen. Nur so, Blizzard, falls du das siehst, ich bin offen für Synchronsprecher und so, ja? Also, man kann mich mieten. Ich mach, wie du ja siehst, mach ich einen Einser, geil. Du erinnerst mich auch vom Stimmklang her an jemanden von Radio Nuklear. Radio Nuklear? Oder Radio Nuklear? Das klingt irgendwie nach Fallout. Nee, das ist ein Podcast. Die reden so über Gaming und so, da klingst du. Du hast zwar nicht die gleiche Lache, aber es klingt so. Dann noch mehr am Abkratzen. Oh Gott, gib mir Y! Nein! Ja, wir leben. Oh Gott. Aber deine Stimme klingt wirklich, das ist sehr überraschend. Siehst du, ich hab eh geused. Sehr schön, Klapper. Kriegst nachher einen Keks. Das ist sehr schön. Aber nur einen halben, ja, will ja ich. Ja, landet sowieso in einem Magen. Das deswegen, also wir teilen uns ja alles. Außer den Hammer, den darf ich nie halten. Nein, das ist mein Hammer. Finger weg von meinem Hammer. Oh, dieses Skill, guck mal, der macht jetzt dreimal so viel. Ja, das hatte ich ja die Foto auch. Das ist der beste Skill überhaupt. Niemand kann voraussehen, wohin das geht. Das ist einfach zu geil. Geh mal hier hoch. Oh ja, ich lauf schon. Oder Boss, könnten wir auch mal machen. Aber warum pulsiert mein W? Mein W pulsiert irgendwie grün. Warum? Dein W? Ja. Gute Frage, was macht denn das? Das ist das. Verzehrender Brand. Was es macht, kann ich dir nicht sagen, weil wir haben inzwischen. Also, ich hab jetzt inzwischen so viele Dinger dort drauf gegeben, ich habe absolut keinen Überblick mehr, was das ist. Oh, das wird ein nicer Kill. Geh zurück. Ich glaube, das dürften wir gewinnen. Also, ich habe irgendwie vier verschiedene Skills auf dem W. X Sachen von wegen mehr Schaden, mehr Heilung, mehr alles. Links! Oder so? Nö, okay. Nee, links. Nur Weicheier gehen sowas aus dem Weg. Echte Oger, die hauen drauf. Richtig draufhauen, genau. Okay, interessant. Ich bin hin und her gerissen. Wir können entweder unaufhaltbar werden, sagen CC immun, oder ich nehme Protuns Geschenk und automatisch Angriffe werden zu Fernkampfangriffen und verlangsamen. Soll ich das mal nehmen? Fernkampfangriffe? Ja, ich mache Fernkampfangriffe. Ich nehme es jetzt mal um zu gucken, wie das aussieht. Kommt hier irgendwie. Guck! Lol. Ja, da ist der Hammer irgendwie so nutzlos geworden. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich würde mich vielleicht zurückziehen. Das ist irgendwie schon leicht schade jetzt so. Ich fand den Hammer eigentlich cool. Kommt Tierreihe, kriegt man noch. Oh! Oh, das sah böse aus, der arme Strahl. Und weg. Ach, lol. Ach so. Ey, Held des Sturms. Wie stehen wir denn? Wir sind 5, 18, 2. Okay, gut. Stimmt, was Held des Sturms gibt ja auch Assists und so mit. Ja. Oh, ich würde sagen. Ich glaube, die gehen noch mit rein. Die Nova ist relativ gut. Achtung, der W. Quatsch, E. Wie gesagt, ich... Leute, zu spät. Ich bin sowieso der Kopf, der nicht denken muss. Ich bin nur der laufen muss. Also irgendwie ist das mit dem Fernkampfangriff irgendwie scheiße. Ja, vor allem, weil der Hammer da so mickrig, weißt du, so übelster Hammer und da kommt bloß eine kleine schwarze Kugel raus. Ja, zumal alle Skills von Cho sind drauf aus, dass du im Nahkampf bist und mit dem... Los, renn mal hoch. Komm, ran. Einfach mal ich will drauf. Spaß. Na, wer will hier? Das machen wir jetzt nämlich. Ja. Oh, das wird knapp, du. Was denn? Knapp. Haben wir noch? Oh, Tyra, ey, mach mal bitte weg, wenn der explodiert, dann. Ja, ich bin schon weg. Oh, sehr schön. So, und jetzt noch das Wichtigste. Whee! Jetzt aber mal zur Base zurückporten. Aber wir haben Schreine.
Dann gehen wir zum Halbbrunnen. Ah ne, der ist zerstört, scheiße. Ah, dang it. Okay, weißt du was, jetzt muss er mit leben. Okay. Du musst, dass ich jetzt hier hochgehe. Ah, oh, Gott, Gottes Willen. Okay, ich entschuldige mich für alles, was ich je getan habe. Schade. Wenn wir jetzt verlieren, dann ist es deine Schuld, weil du hast mich nicht abgehalten. Es sind deine Füße, die uns dahin getragen haben. Ja, und? Ja, es ist... Ich bin nur dem Fingerzeig deiner Hand gefolgt. Eigentlich ist Gall doch eine arme Sau, oder? Von dem ganzen Körper hat er eine Hand. Ja. Und die Finger sind viel zu dick, um sie damit in der Nase zu bohren. Die Nase ist viel zu klein, um da mit dem Finger ranzukommen. Oder so. Also auf jeden Fall, Gall ist eigentlich eine arme Sau. Und Gall ist sowieso eine arme Sau. Weil? Weil erstens ist sein Zahn abgebrochen. Einer eben. Und er hat bloß ein Auge. Stimmt, das heißt, der Kerl sieht nicht mal in 3D. Ja, und der soll unsere Zauber zielen. Gute Idee. Ah, oh, wir gewinnen. Guck es an. Wir gewinnen das. Nice. Weil ich mich nämlich entschieden habe, mich nicht zurückzuziehen. Deswegen. GG. Ah. Yo, ho, yo, ho. Wieder diese creepy Schneemänner. die passen gar nicht auf die Map hier. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Ah. So. Zack. Ja, das war eine wirklich durchaus interessante Runde. Es ist auch wahnsinnig, also es ist auch ein übelster Zufall, dass wir zwei solche guten Runden hintereinander haben, du. Ja, also da kannst du einfach sehen, wie gut du und ich, wie gut wir zwei harmonieren. Da kannst du es mal sehen. Das funktioniert. Hä? Hole 4 Cho'Gall. Siege mit Partnern ohne Cho'Gall. Das wäre jetzt... Ach lol, du hast ja jetzt Cho'Gall. Sprich, man muss nur gegen zwei spielen. Ach, das ist ja lol. Du hast jetzt Cho'Gall bekommen, ne? Ich habe jetzt Cho'Gall, weil wir direkt aneinander zwei Siege geschafft haben. Deswegen, Cho'Gall. Sehr geiler Dorsch. 1,23,3 bei mir und 6,18,3 bei dir. Und du hast in deiner Rolle am besten gewirkt, sogar besser als Tyrael. Echt jetzt? Oh, stark. Tja, Tyrael, da kannst du mal sehen. Zwei Köpfe ist besser als ein Engel. Wie dem auch sei. Das sind wunderbare Schlussworte. Und ich bedanke mich, lieber Reverie, dass du uns hier begleitet hast in dieser... Ich bin schon wieder Asmodan. ja, vielleicht sehen wir dich noch in der nächsten Folge. Dann diesmal wieder klassisch im Sturmtroller-Gewand quasi, ja, mit zufälligen Helden. In diesem Gewand hier. Genau. Gut, liebe Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst nicht, bei Reverie vorbeizuschauen. Und dann würde ich denken... sehen wir uns in der nächsten Sturmtroller-Folge. Bis dahin, tschüss. Mach's gut, tschüss.